Also, Subkommandante Markus, dieser hübsche Mensch hier. Oh, jetzt gehst du in den. Sieht nicht nur gut aus, ist auch klug. War eine Kunstfigur einer bewaffneten Widerstandsbewegung im Süden Mexikos, der EZLN, das ist die zapatistische, irgendwas, nationale Befreiung, bla bla. Indigene, ja, Menschenrechtsdemokratiebewegung, die im Süden Mexikos aktiv war oder immer noch ist, von 1994 bis jetzt immer noch, haben dort, ja, unbenutzte landwirtschaftliche Flächen wieder in Benutzung genommen, bauen dort jetzt Bio-Kaffee und andere Sachen an und ja, machen sinnvolle Sachen. Und im Februar diesen Jahres, also Subkommandante Markus war, ich sage jetzt mal, das Gesicht, wobei eben nicht Gesicht, sondern die Maske, durch die diese Organisation immer gesprochen hat. Das Ziel dahinter war, zu sagen, wir brauchen eine Identifikationsfigur, durch die diese Organisation wahrgenommen werden kann. Aber diese Identifikationsfigur soll halt kein Mensch im herkömmlichen Sinne sein, um ja, ich sag mal, diesen ganzen Personenkult, den man ja sonst in der Politik hat, zu umgehen. Und es wurde auch immer klargestellt, dass dieser Mensch wirklich nur der Pressesprecher ist und selbst nichts entscheiden kann. Also wirklich als Handpuppe dasteht. Ja, im Februar diesen Jahres wurde dann diese Kunstfigur aufgelöst. Also es wurde gesagt, Subkommandante Markus wird jetzt nach 30 Jahren Aktivität nicht mehr auftreten. Nee, nach 20 Jahren Aktivität nicht mehr auftreten, weil wir brauchen ihn nicht mehr. Und ich habe mir gleich die Frage gestellt, so okay, 20 Jahre, Sub Markus, eine große, einigermaßen erfolgreiche, moderne, ja, postmarxistische Organisation, die es geschafft hat, sich nur durch eine Kunstfigur vertreten zu lassen, da hätten wir doch irgendwas draus lernen können. Und dann habe ich angefangen, da hinterher zu recherchieren, bis inklusive gestern 4 Stunden auf der Busfahrt. Und habe es irgendwie nicht geschafft, das gegriffen zu bekommen, was man da hätte lernen können, weil es gibt so viel, was wir hätten lernen können von einer Organisation, die sich wirklich nur von einer Kunstfigur vertreten lässt. Also, weil das ist einer der Punkte, an dem ja eine Partei, in der einige von uns immer noch aktiv sind oder auch Mitglied. Woran wir ja immer scheitern, dieses Personending. Weil eigentlich hat diese Partei ja ein ziemlich geiles Programm. Sie hat halt, schafft es halt nur nicht, Vorstände zu wählen, die das Programm leben. Also wäre es doch relativ hilfreich, wenn wir keine Vorstände mehr hätten, die oder keine Personen mehr, die uns nach außen vertreten, sondern eine Kunstfigur. Zum Beispiel einen maskierten Pfeifenraucher. Ja. Und das ist dann ein Punkt, wo ich auch gar nicht mehr weiterkomme. Weil, also es ist einfach für mich ein wirklich, also was die Sache für mich spannend macht, ist einfach mal Politik wirklich anders zu machen und das nicht mit einer 5 am Ende, sondern wirklich mal was Neues auszuprobieren. Damit auch durchzukommen, 20 Jahre lang, es 20 Jahre lang zu schaffen, dass es irgendwie 120 verschiedene Personen gibt, die irgendwie von denen behauptet wird, sie wären Subkommandante Markus, dass irgendwie die mexikanische Polizei irgendwie ihn 5 oder 6 Mal festgenommen hat. Und 5 oder 6 Mal gesagt hat, wir haben ihn jetzt, und dann war er es doch nicht, weil irgendwie dann wieder ein maskierter Mann mit Pfeife eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat, so, ich bin gar nicht festgenommen.
Und da jetzt, ja, ist es möglich, auch, ich sag jetzt mal, außerhalb einer wirklich clandestin, also einer im Verborgenen operierenden revolutionären Organisation ähnliche Projekte durchzuziehen? Also Vorstände zu schaffen, die wirklich nur keine Personen sind, sondern wirklich nur Funktionen, ne? Also Handpuppen. Was ja irgendwie so eine Partei mal gefordert hat, aber dann nie umgesetzt bekommen. Also weil ich weiß es ja noch selber irgendwie so, ja, man ist dann schnell irgendwie immer bei der persönlichen Meinung und man wird ja auch immer nach persönlichen Meinungen gefragt, weil irgendwie, ich sag jetzt mal, Journalisten ganz gerne persönliche Meinungen abfragen und nicht Parteiprogramm. Worum es aber eigentlich gehen müsste in der politischen Organisation, ist es irgendwie, dass man das Programm kommuniziert, auf das man sich geeinigt hat und nicht seine Privatmeinung. Weil dafür wählen wir uns ja keine Vorstände, dass sie ihre Privatmeinung rausgeben, sondern dafür, dass sie das von uns allen beschlossene Programm umsetzen und nach außen kommunizieren. Ja. Das ist so, glaube ich, der Hauptpunkt, den wir hätten lernen können, ne? Dass es irgendwie sinnlos ist, noch, also so ich glaube, der Punkt am Ende ist, dass es, glaube ich, irgendwie relativ sinnlos ist, irgendwie zu probieren, mit ja Individuen Politik zu machen, ne? Wenn man wirklich inhaltlich Politik machen will. Da schaut mich ein prominenter Mensch sehr skeptisch an. Danke. Ich finde den Ansatz schon ganz richtig, den du verfolgst, Flo. Allerdings, gerade bei Submarcos wird relativ deutlich, dass diese, oder gerade durch das Beispiel Submarcos wird relativ deutlich, dass du das Beispiel der Kunstfigur, die in der Öffentlichkeit steht, sicherlich in vielen Organisationsformen anwenden kannst, aber eben ausgerechnet nicht in einer Partei. Also eine Partei, die für Wahlen antritt, tritt immer mit den Individuen, die wahlweise in den Vorständen sind oder in den Parlamenten sind, in die Öffentlichkeit und da werden die nach ihrer Meinung gefragt. Und die Partei steht in der Verantwortung, die Leute nach vorne zu schicken, bei denen sie davon ausgehen, dass sie die entsprechende Meinung also Mehrheitsmeinung in der Partei vertreten können und wollen. Das ist ein Dilemma. Aber in diesem Dilemma stecken wir durch die Form der parlamentarischen Demokratie. Das heißt, ich würde in diesem ganzen Spannungsfeld tatsächlich ein bisschen weiter unten, ein bisschen niedrigschwelliger anfangen und einfach gucken, was macht Submarcos? Submarcos trägt nach außen, was innerhalb der EZLN diskutiert und beschlossen wurde. Oder eigentlich trägt er nur nach außen, was beschlossen wurde, und die Diskussionen finden komplett intern statt. Und da ist tatsächlich meiner Meinung nach der Punkt, wo wir ansetzen können, um zu gucken, was hätten wir lernen können. Wir hätten unsere ganzen verkackten Diskussionen in einem geschlossenen Raum durchführen können, zumindest einen großen Teil davon in einem geschlossenen Raum durchführen können. Das hätte erstens dafür gesorgt, dass diese Organisation, diese Partei nach außen einheitlich auftreten kann, weil die Diskussionen und die Streitereien nicht nach außen getragen werden. Und es fällt denen, die an dieser Diskussion teilnehmen, auch leichter, dann eine Akzeptanz für die diskutierten Positionen, also beziehungsweise für die beschlossenen Positionen, erstens für sich selbst zu erlangen und zweitens auch nach außen zu tragen. Ich würde es, wie gesagt, nicht an der Kunstfigur festmachen, die nach außen tritt, sondern eher an den Diskussionsprozessen und wie geschlossen die ablaufen. Denn das, was für die Partei wichtig ist, und das haben wir halt ja auch im Zuge dieser Piratenpartei erlebt und kennengelernt, das große Manko in der Öffentlichkeit, also bei der Wähler-TM, ist,
warum wählt die Piratenpartei niemand mehr? Wegen der ewigen Streitereien und wegen der unglaublichen Diskussionskultur und so weiter und so fort. Dass das alles nach außen gedrungen ist. Wenn man da professionalisieren wollen würde, müsste man die Diskussion in einen halbwegs geschlossenen Raum verlagern. Und da kann man dann alles dokumentieren und allen möglichen Kram, aber es darf nicht unmittelbar nach außen dringen und es darf schon gar nicht von außen geführt werden. Ja, okay, meine 2 Cent zum Thema. Ja, vielleicht daran anknüpfen. Also ich glaube, der Transparenzpunkt ist der eine. Der andere ist, wenn man tatsächlich sowas haben will wie Vorstände, die nicht selbst entscheiden, dann muss man die Frage klären, wer denn stattdessen entscheidet. Und wir haben eben keine verbindliche Entscheidungsstruktur. Und ich glaube, also sowas wie Submarkos würde nur funktionieren in Verbindung mit SMV. Und also Das Problem, das wir haben, ich glaube, wenn man das ohne so eine verbindliche und vor allen Dingen auch akzeptierte Entscheidungsstruktur machen würde, wenn die Piratenpartei einen Submarkos hätte, dann würde der nicht irgendwie zu einer Pressekonferenz einladen, sondern dann würden halt 3 verschiedene Submarkos zu einer Pressekonferenz einladen und sagen, die anderen beiden haben Unrecht. Gegenpäpste. Also ja, das ist ein Punkt, dass man natürlich auch ein verbindliches System braucht. Und also im Süden Mexikos irgendwie passiert das mit Real-Life-Treffen auf wöchentlicher Basis, aber das ist halt auch... Die haben Konsensentscheidungen, also die haben klassisch basisch demokratische Konsensrätesysteme, also so das Dorf diskutiert und dann werden Delegierte geschickt und das kann Wochen und Monate dauern, bis so eine Erklärung dann wirklich von allen Dörfern im Konsens angenommen ist. Also es ist ein wirklich langsamer Prozess. Was an der Stelle allerdings auch meines Erachtens nach ein Riesenvorteil ist, wenn man sich halt in so Diskussionsprozessen nicht von äußeren Faktoren beeinflussen lässt, also nicht irgendwie, oh Gott, da ist was passiert, wir müssen da jetzt sofort eine Meinung zu haben, sondern wir fangen da jetzt mal an zu diskutieren und wir machen das auch so lange, bis was wirklich Sinnvolles dabei rausgekommen ist. Also so ein bisschen länger zur Not auch wie so eine Liquid-Feedback-Initiative von 21 Tagen. Das mit den geschützten Räumen und ja, dass man die Diskussion nicht nach außen dringen lassen soll, ist eine gute Sache. Widerspricht aber, glaube ich, diesem missverstandenen Transparenzgedanken, den halt in dieser Partei so viele Leute haben, weil es ihnen so schwerfällt, den Unterschied zwischen Transparenz und Öffentlichkeit zu erkennen. Weil transparentes Handeln ist nachvollziehbares Handeln und muss nicht unbedingt in der Öffentlichkeit geschehen. Und wenn Dinge parteiöffentlich sind, heißt das noch lange nicht, dass ich sie dann auch wirklich öffentlich machen muss. Wo ich ja auch irgendwie dann wo es dann allerdings absurd wird, ist, wenn wir dann allerdings im Gegenzug auch anders als die EZLN irgendwie keine Archive anlegen. Also uns bewusst nicht erinnern. Also ich meine, es gibt tausende von Mailinglisten, die alle nach 30 Tagen gelöscht werden. Was bedeutet, wir verblöden uns, also an der Stelle verblöden wir uns absichtlich, weil wir nicht mehr darauf zurückgreifen können, worüber wir letztes Jahr gesprochen haben. Was ja auch dazu führt, dass halt dann ja, ich sag mal, viele Diskussionen, wir kennen sie. So, und wir führen sie jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Also es gibt da diese eine Frage zum Beispiel, ist es legitim, Nazi-Aufmärsche zu blockieren? Die Diskussion haben wir 2007 in Dresden geführt, haben wir dann 2009 in Sachsen geführt. 2010 wurde sie, glaube ich, in Baden-Württemberg geführt. Wo sie 2011 und 12 geführt wurde, weiß ich nicht. 2013 dann in Nordrhein-Westfalen. 2014 wieder Nordrhein-Westfalen. Nächstes Jahr vielleicht wieder in Sachsen.
Und es ist nicht so, als ob da irgendwie neue Argumente kämen irgendwo. Und es ist auch nicht so, als ob dann am Ende dieser Diskussionsprozesse nicht immer das gleiche Ergebnis rauskäme. Und wenn man dann sowas wie ein Archiv hätte, auf das man zurückgreifen könnte, ja, könnte man sich auch mal mit was anderem beschäftigen. Also, ich finde die Idee einer Kunstfigur auch wahnsinnig sympathisch, aber wie das schon vorher angemerkt wurde, ist da einfach dieses momentane System, das wir haben, dagegen, weil zumindest wenn Leute in Parlamente kommen, dann kann man das nicht mit schnell rotierenden Abgeordneten machen. Ich glaube, die Partei hat das versucht in Europa und also sie hatten es zumindest im Programm stehen. Und irgendwann fällt das dem Pförtner auf, dass 25 verschiedene Martin Sonneborns rein und rausgehen, glaube ich zumindest. Aber zumindest sagen wir mal, für die Partei als solche könnte man eine Kunstfigur machen. Und es gibt ja auch irgendwelche anderen Bewegungen, die Kunstfiguren haben. Telecomics zum Beispiel hat immer über irgendeine animierte Stimme und Dame gesprochen. Ich kann mich an den Namen leider nicht mehr erinnern. Aber irgendwie alle Organisationen, die durch Kunstfiguren sprechen, haben so gemeinsam, dass sie von außen sehr, sehr uneinsehbar sind. Also ich glaube, die EZLN ist jetzt auch nicht wirklich bekannt, wer da Mitglieder sind, wer da welche Funktionen hat. Also ich meine, außer Submarkus treten da sehr wenige Personen nach außen. Die meisten Bilder, die man davon kennt, sind Gruppen von Maskierten. Und ich glaube, es entscheidet sich dann immer kurzfristig, wer gerade Submarkus ist und die Pfeife in den Mund nimmt und das Mikrofon in die Hand. das funktioniert halt nicht, wenn man irgendwie interagieren will in dieser Gesellschaft, die wir momentan haben. Also glaube ich zumindest, dass das sehr schwer funktioniert. Okay, also dass eine auch bewaffnet agierende Organisation wie die EZLN keine Mitgliederlisten veröffentlicht, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja, aber das ist halt diese Intransparenz, die man braucht, um einen Schutzraum um sich aufzubauen. Es ist halt, du kannst Diskussionen halt besser führen, ich sage mal, in einem kleinen Kreis, wo nicht jeder mitreden kann oder auch nicht jede Irritation von außen ungefiltert in die Gruppe hineindringen kann. Also so wie das in anderen Organisationen ist, die wir kennen, ne? Wo irgendwie jeder und seine Sockenpuppe sich auf irgendwelche Mailinglisten registrieren kann und dort dann jede Diskussion mit irgendwie Derailing im Keim ersticken kann. Wo einfach stellenweise Diskussionen überhaupt nicht stattfinden können, weil plötzlich irgendwelche Leute auftauchen, die in der Gruppe, die dort gerade, deren Raum das eigentlich sein soll, eigentlich gar nichts zu tun haben. Also wenn plötzlich irgendwelche Frauen mit Hut aus Köln auf der Leipziger Kreisverbandsmailingliste auftauchen, um sich dort mit Dingen zu beschäftigen, die Köln gar nicht betreffen, ist das halt schon irgendwie ein Punkt, wo ich sage, das ist eine Struktur, da kann man gar nicht mehr arbeiten. Also sollte man einfach sein lassen. Und das mit der Kunstfigur als Pressesprecher kann man auch als Partei machen. Also wir brauchen, ja, es gibt Gesetze, irgendwie so eine Partei braucht einen Vorstand und da kann man irgendwelche Leute reinwählen. Und wenn wir uns eine Satzung zusammenzimmern, dass der Vorstand irgendwie außer, ja, der muss ja noch nicht mal eine Budgethoheit haben. Das kann man ja alles an irgendwelche anderen Organe outsourcen. Man muss sich jetzt nicht wöchentlich zu einem Dorfplenum treffen, wobei ich das auch ganz charmant fände. Aber man kann das ja heutzutage auch online machen.
Das ist auch so ein Punkt, den ich nie verstehen werde, warum irgendwie andere Parteien da zum Thema Mitbestimmung, Online-Tools irgendwie jetzt uns, also die Piratenpartei, ziemlich sicher demnächst überholen werden. Also ich hörte Gerüchte aus der SPD, ich hörte Gerüchte aus von den Linken und ich glaube, die Grünen arbeiten auch an Dingen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kennst du ein paar mehr Grüne als ich. Und die Piratenpartei ist jetzt auf die lustige Idee gekommen, Briefe zu verschicken, aber das ist was anderes. Achso, ja. Ich mach auch ganz kurz. Also erstens, ich finde die Idee von maskierten Pressekonferenzen tatsächlich immer noch sehr lustig. Das hatten wir Ende der 90er, Anfang der 2000er, als die AAB, ALB entsprechende Pressekonferenzen mit Sturmhaube über dem Kopf bezüglich bestimmter Antifa-Aktionen gemacht haben. Das war tatsächlich eine lustige Sache. Wesentlich interessanter, Flo, nimm es mir nicht übel, aber ich nehme mal den Parteikontext ein bisschen raus gerade und beziehe das eher mal auf die progressive Plattform, bei der so ein Ansatz tatsächlich sogar funktionieren könnte im Gegensatz zu jeglichem Parteikontext. Da war nämlich auch relativ schnell klar, dass wir diesen geschützten Diskussionsraum brauchen. Das hat sich dann ja bei dieser Mumble-Gesprächsrunde bei der ersten auch relativ schnell gezeigt, wie dringend wir diese geschützte Gesprächsplattform brauchten. Und in Verbindung hier das Discourse, was wir benutzen, in Verbindung mit dem SMV-Liquid, die beide geschlossen sind nach außen, führt es dazu, dass im Grunde genommen nach außen nur kommuniziert wird, was aufs Blog kommt. Das wiederum sind abgestimmte Positionen und damit tritt die Plattform nach außen und es wurde sich von vornherein darauf geeinigt, dass wir auf anderen Plattformen als eben auf Discourse oder im Liquid nicht über die Inhalte in der Plattform diskutieren. Und das ist einer der großen Assets dieser progressiven Plattform. Man nennt das, glaube ich, sogar Plattformismus. Das ist, ja, gibt es auch einen entsprechenden Wikipedia-Artikel dazu. Ich war auch überrascht, als ich das gefunden habe. Das ist tatsächlich sogar ein syndikalistischer Ansatz, beziehungsweise es gab solche Versuche in den 1910er, 1920er Jahren, bin ich mir gerade nicht sicher, bei den Versuchen der Syndikalisten tatsächlich irgendeine Möglichkeit zu finden, im Parteiensystem mitzuspielen. Das heißt, sowohl ihre basisdemokratischen Strukturen beizubehalten und aber trotzdem mit politischen Positionen auch im parlamentarischen Spiel mitzuspielen, wobei die dann natürlich ihre Abgeordneten mit einem quasi imperativen Mandat in die Parlamente geschickt haben. Die durften dann halt auch nur vertreten, was abgestimmt war. Also in dem Kontext mit bestimmten Einschränkungen funktioniert es sehr wohl, auch in einem Parteikontext. Aber da muss man sich halt auch immer drüber bewusst sein, man kriegt da keine Garantien. Am Ende sind innerhalb des Systems sowieso die Abgeordneten mit den Mandaten, die alles schalten und lenken können, die im Zweifel auch machen können, was sie wollen und sich von dem formulierten Konsens der Organisation loskoppeln. Da kann man dann ja nichts mehr gegen machen. Das wäre eine Struktur, die möglich gewesen wäre, die aber auch von der Partei, die du die ganze Zeit nennst, explizit nicht gewollt war. So, jetzt gebe ich weiter. Also ich glaube nicht, dass der Knackpunkt des Problems entweder die Öffentlichkeit von Diskussionen ist oder auch nicht die Frage, wer dann die Ergebnisse der Diskussion quasi der Öffentlichkeit präsentiert, sondern ich glaube, der Knackpunkt ist das mangelnde Vertrauen in Repräsentation und Vermittlung. Also das heißt, dass es einfach keine Gremien gibt, wo Stellvertreter von politischen Positionen zusammenkommen, sich ein Problem aus verschiedenen Perspektiven gemeinsam anschauen und dann zu einem Kompromiss finden und dann diesen Kompromiss gegenüber ihrer eigenen Gruppe auch wieder vermitteln.
das ist, glaube ich, das Problem, was auch dazu führt, dass ständig dasselbe immer wieder neu diskutiert wird, weil man einfach nicht genug Vertrauen in die Stellvertreter hat, dass es eben auch halt keine Gremien gibt, wo solche offiziellen Diskussionen geführt werden. Also viele andere Parteien haben halt offizielle AGs, wo eben auch Vertreter von allen Strömungen repräsentiert sind und dort eben auch eine gemeinsame Position finden können. Und das hat die Piratenpartei nicht. Und deswegen gibt es keinen Konsens. Erst einmal ein wahlloser Parteirand zur Online-Beteiligung. Also ich finde ja, dass das nach Post-Gender, Post-Privacy und Post-Faktisch, Post-Versand eigentlich logisch ist. Das mit den maskierten Pressekonferenzen. Ich wusste gar nicht, dass das deutsche Antifas das auch gemacht haben. Ich weiß, dass das gute Tradition hat bei allen möglichen bewaffneten Gruppierungen. Ich habe gerade mal die Google-Maschine gefragt. Also die IRA hat das schon seit den 20er Jahren gemacht. Die PLO hat das auch lange Zeit gemacht. Ist irgendwie keine Ahnung, in was für eine Tradition man sich da eventuell stellt. Du meinst, wir sollten uns bewaffnen. ich glaube jetzt nicht, dass Bewaffnung irgendwie der nächste bessere Schritt ist, irgendwie im Rahmen der politischen Arbeit innerhalb der Bundesrepublik. Ganz besonders, weil ja... Ich soll mich distanzieren, okay. Ich distanziere mich. Ihr habt es gesehen, ich habe mich deutlich distanziert. das mit den anonymen, das sozusagen mit der, ich glaube, was Nineberry gesagt hat, mit dem mangelnden Vertrauen, hat immer was mit auch damit zu tun, dass wir immer in Menschen vertrauen müssen. Und da ist halt meines Erachtens nach der anonyme oder die Kunstfigur als Sprecher für die Gruppe einen Vorteil, weil du dann nicht sozusagen darauf vertrauen musst, dass der Mensch, den du da vorschickst, also der Vorstand, der plötzlich mit seiner Privatmeinung kommt, weil du hast ja eine Handpuppe, die exakt das sagt, was die Gruppe ihr diktiert hat. Das mit den imperativen Mandaten ist natürlich... ist meines Erachtens nach wirklich eine gute Sache. Also finde ich ganz sympathisch eigentlich. Ist aber in Deutschland das Abgeordnetengesetz davor. Und das meines Erachtens nach aus guten Gründen. Weil nicht, dass es dann zu so Blödsinn kommt wie irgendwie die SPD 1914, die plötzlich doch für den Krieg gestimmt hat, obwohl es eine deutliche Mehrheit innerhalb der Fraktion dagegen gab. Ansonsten gehen meine Notizen hier immer aus. Was ich noch sagen wollte, war halt auch, dass was angesprochen wurde, in anderen Parteien gibt es AGs. In dieser Partei irgendwie, von der wir alle betroffen sind irgendwie, gibt es ja auch Arbeitsgemeinschaften. Da ist aber der große Unterschied, dass anders als in anderen Parteien kann in diesen Arbeitsgemeinschaften halt auch jeder Irritator von außen mitspielen. Du kommst in so eine AG nicht, weil irgendwie erkannt wurde, dass du dich zu einem Thema auskennst, sondern weil du der Meinung bist, dass du dich zu einem Thema auskennst. Den muss ich mir merken. Also hier kam gerade der Zwischenruf, dass Arbeitsgemeinschaft in dieser einen Orangenpartei von Gemeinschaft und nicht von Arbeit kommt. Und da sind wir dann halt wieder an dem Punkt, irgendwie vielleicht sollten wir auch Arbeitsgemeinschaften irgendwie ein bisschen schützen.
und nicht das auf offenen Mailinglisten oder auf diesem dieses Mumble, finde ich da ja. Also dieses Mumble hat eigentlich Potenzial, so ein wöchentliches Dorfplenum zu sein. Aber es ist halt irgendwie nicht in die Richtung moderiert, dass man dort irgendwie sinnvoll was machen kann. Ja, permanentes Scherbengericht, beziehungsweise halt einfach nicht umgesetzte Moderationsregeln, weil es gibt ja Moderationsregeln für, die werden halt nur nicht umgesetzt, meistens. Ich wollte nochmal auf den Punkt imperatives Mandat zurückkommen, weil ich das eigentlich, Überraschung, nicht besonders wünschenswert finde. Also das große Problem, was ich halt sehe, wenn also jemand wie Sub Markos tatsächlich in einem politischen, also in einem parlamentarischen Kontext auftreten würde, ist, dass man sich seine Handlungsmöglichkeiten unglaublich einschränkt, wenn man nicht dynamisch und strategisch auf das Verhalten der anderen VerhandlungspartnerInnen reagieren kann. Und insofern müsste man wirklich auf einer abstrakten Ebene trennen zwischen Entscheidungen über das Programm, das diese Sprecherin vertreten soll, und Entscheidungen über die Vorgehensweise. Also eine Gruppierung, die versuchen würde, komplett basisdemokratisch mit einem rein imperativen Mandat bezogen auf das Verhalten irgendwie am parlamentarischen Kontext teilzunehmen, die könnte das im Grunde genommen halt auch sein lassen, weil die halt im parlamentarischen Betrieb nichts erreichen wird. Also das ist was, was vielleicht für die Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll sein kann oder auch irgendwie für die als Identifikationspunkt für eine Bewegung. Aber ich kann mir das halt sehr schwer in einem parlamentarischen Kontext vorstellen, weil das einfach ein Maß an Verantwortung und Entscheidungsfreiheit für die individuelle Person bedarf, wenn man in irgendeiner Form Erfolg haben will. Also ich sehe das nicht so, weil parlamentarische Prozesse sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht Dinge irgendwie, wo man binnen Stunden oder Minuten reagieren muss. Muss man doch. Okay. Gut, dann muss man da halt, also so Parlamentarier-Handpuppen sind, okay, stellen wir fest, schwierig bis unmöglich. Und alle Abgeordneten im Raum nicken. Von anderen Menschen kommen kritische Blicke und Kopfschütteln, woran das wohl nur liegen mag. Okay, wir sollten unseren Abgeordneten vertrauen. Ja. Also als ich vorhin von Vertrauen in die Stellvertreter sprach, meinte ich jetzt nicht die Pressesprecher, die quasi nach außen treten, sondern die Gruppen, die halt in Kommissionen, die Stellvertreter, die in Kommissionen sitzen, um dort Positionen zu verhandeln. Und es gibt ja ein extremes Negativbeispiel, das du jetzt offenbar bewusst nicht genannt hast, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dir nicht in den Kopf gekommen ist, nämlich Anonymous. Und da sieht man, also es ist ja quasi, das ist ja zum Extrem. Ja, das heißt, jeder kann sich so eine Guy Fawkes-Maske aufsetzen und ein YouTube-Video machen und sagen, was er will. Und es ist dann Anonymous verspricht, weil es da ja keine Strukturen dahinter gibt, wie man zu gemeinsamen Positionen findet. Das ist das extreme Gegenbeispiel, um zu sagen, dass eben allein eine fiktive Figur nach außen hin zu haben, hilft eben nicht dabei, auch eben konsistent nach außen zu argumentieren. Ich glaube, hier haben wir einen ganz großen Unterschied, weil Anonymous ist ja keine definierte Gruppe. Also insofern, wir reden ja sowohl bei der EZLN als auch bei Parteien, reden wir ja von definierten Gruppen.
Wo nicht wirklich einfach jeder, und das war ja auch der Punkt, den wir vorher schon wiederholt hatten, dass man sagt, okay, wir brauchen eine definierte Gruppe, die irgendwie ihre Arbeit in Ruhe machen können muss und dann ein Ergebnis nach außen und nicht die gesamte Streiterei oder Diskussion im Vorfeld schon irgendwie öffentlich machen. Da reden wir ja immer von definierten Gruppen und das haben wir ja bei Anonymous gerade nicht. Also natürlich ist mir zum Thema irgendwie sprechende Kunstfiguren diese Guy Fawkes-Maske auch aufgefallen. Aber dadurch, dass wir bei Anonymous halt wirklich keine definierte Gruppe mit haben, wo jeder mitspielen, sondern halt so ein Schwarm haben, wo jeder mitspielen kann und wo auch jeder behaupten kann, er wäre es. Dass deshalb irgendwie Anonymous irgendwie sich widersprechende Meinungen und Gegenpäpste hat, ist irgendwie klar. Ich denke, was ich sagen wollte, knüpft auch ganz gut an. Und zwar, es gibt ja für Personen und für Gruppen gibt es ja verschiedene Narrative, so was wie ein Meinungswechsel aussieht. Also wenn eine Gruppierung ihre Meinung wechselt, dann ist es irgendwie ein ganz neutralen Beschluss oder es ist dann halt ein Umbruch oder ein Richtungswechsel oder sowas. Aber eine Person kann ja keinen Richtungswechsel vollziehen. Das heißt, also mich würde interessieren jetzt, wie ist so eine Figur über 20 Jahre nicht unglaubwürdig geworden, weil sie irgendwie, ne, also weil wenn man so eine ganze Gruppierung auf eine Person projiziert, also verliert man nicht die, wird diese Person nicht auf Dauer unglaubwürdig, wenn die Gruppierung ihre Meinung wechselt? Dadurch, dass es ja eine Kunstfigur ist, die ganz klar sagt, dass sie nur die Meinung einer Gruppe kommuniziert und wenn die Gruppe dann die Meinung wechselt, dann kommuniziert man halt die neue Meinung. Und also in deinen Recherchen hast du da irgendwie was gefunden? Nee, habe ich nicht. Also es ist dadurch, dass ganz klar immer gesagt wurde hier, das ist die Meinung der Gruppe, die hier kommuniziert wird und nicht die Privatmeinung. Also da ist, glaube ich, dann in der Kunstfigur sogar eine höhere Glaubwürdigkeit da als bei einer Einzelperson. Wobei ich sag jetzt mal, in einem Zeitraum von 20 Jahren kann man auch als Person seine Meinung ändern. Also wenn ich mich so erinnere, was ich so irgendwie in den späten 90ern stellenweise für politische Ansichten vertreten habe und was ich heute vertrete, kann ich da schon auch deutliche Unterschiede erkennen. Also ich sag jetzt mal, dass der 39-jährige Flo irgendwie den 25-jährigen Flo an ein paar Stellen für sogar richtig blöde halten würde. Und insofern kannst du halt auch einen Meinungsänderungsprozess über eine Kunstfigur problemlos darstellen. Kann man nicht vielleicht einfach festhalten, dass Parlamentarismus nicht funktioniert? Also mit so einer Figur? Also ich meine, wir haben festgestellt, dass es also generell basisdemokratische Entscheidungen sind einfach langsam. Per Definition, je größer die Gruppe ist, desto langsamer werden die Entscheidungen. Und desto schwieriger werden die Entscheidungen, gerade wenn man versucht, Konsensentscheidungen herzustellen. Insofern halte ich Parlamentarismus und Basisdemokratie vielleicht zusammen einfach für ein schwieriges Konzept. Jetzt sind wir alle, wa? Was? Ja, Parlamentarismus versus Basisdemokratie. Also ich sag jetzt mal, Basisdemokratie, wenn man sie jetzt nicht auf dem Dorfplatz mit Plänen stattfinden lässt und dann irgendwie immer eine Ebene höher und runter und höher und runter, irgendwie so klassische syndikalistische Rätesysteme macht, sondern
dass man kann Online-Basisdemokratie meines Erachtens nach ziemlich gut abfeiern. Und wenn man dann noch transitive Delegationen reintut, dass auch nicht jeder immer an sich mit allem auseinandersetzen muss, kann man da auch meines Erachtens nach sehr schnell sehr informierte Entscheidungen treffen. Da gibt es auch so Software, die irgendwie mal experimentell eingesetzt wurde. Also mir fehlt da wieder die Unterscheidung zwischen inhaltlichen und strategischen Entscheidungen. Ich glaube, ja, man kann relativ schnell inhaltliche Entscheidungen treffen, was man will. Aber das, was man eigentlich die ganze Zeit im Parlament entscheiden muss, ist, was man im Rahmen der Möglichkeiten erreichen kann und was man bereit ist, dafür aufzugeben. Und das stelle ich mir extrem schwierig vor. Also zum Beispiel in der Europäischen Union, 90% aller Gesetze werden im Trilog verabschiedet. Das heißt, bevor es überhaupt eine erste Lesung im Parlament gibt, haben sich Parlament und die nationalen Regierungen schon in einem kleinen Kreis an einen Tisch gesetzt und miteinander intransparent ausgeklüngelt, was sie denn womöglich beide Seiten annehmen könnten, damit es gar nicht zu einer zweiten Lesung kommt. Und in diesen Sitzungen, die sitzen halt Menschen. Und man kann sich jetzt natürlich diesen Prozess verweigern, aber das würde halt im Europaparlament bedeuten, dass man auf 90% der Entscheidungen keinen inhaltlichen Einfluss nimmt. Ich weiß nicht, wie das in nationalen Parlamenten so läuft, aber wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube schon, dass man auch strategische Entscheidungen basisdemokratisch treffen kann. Also, dass man auch im Vorfeld sozusagen in diese Vorverhandlungen Leute mit einbeziehen kann, weil die passieren ja auch nicht nur an einem Nachmittag, sondern da gibt es ein erstes Treffen, ein zweites Treffen und da kann man in die Zwischenreihen natürlich irgendwie Leute daran beteiligen. Ich glaube auch, dass man basisdemokratisch strategische Entscheidungen treffen kann. Ich glaube auch, dass irgendwie, wenn dargelegt wird, welche beschränkten also wie gering der Handlungsspielraum ist, den man eigentlich hat und in wie kleinen Schritten man sozusagen der großen Forderung aus dem Parteiprogramm nur näher kommen kann, kann man da auch die strategische Entscheidung finden. Irgendwie macht es Sinn, hier erstmal hierfür zu stimmen, weil damit kommen wir unserem erklärten Endziel, also dem Parteiprogramm, einen kleinen Schritt näher, oder macht es Sinn, das abzulehnen, weil es ein zu kleiner Schritt ist? Ja, das Problem bei so einem elektronischen Abstimmungssystem ist, dass ja nur quasi Stimmen fließen. Es fließen ja keine Informationen in dem Sinne. Das sind das, glaube ich, genau das. Du kriegst am Ende genau das raus, was das große Problem in der Piratenpartei, was wir auch vorhin auch so beschrieben haben, dass quasi jeder meint, er hätte eine richtige Meinung dazu und jeder, und wenn diese Meinung nicht umgesetzt wird, weiter diskutiert, weiter abgestimmt. Und du hast du kommst nicht zu einem Konsens zusammen. Ja, du brauchst irgendwie ein System, wo du wirklich einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin hast, die in ein Gremium reingeht, dass dort ein Konsens gefunden wird, dass dann auch zurückkommuniziert wird. Was ist denn die Position der anderen? Warum haben wir diesen Konsens gefunden? Ja, dass Informationen in alle Richtungen fließen, zwischen den verschiedenen beteiligten Strömungen hin und her, dass man sich gegenseitig versteht und eben auch einen Kompromiss aushandeln kann, vielleicht auch aufeinander zugehen kann und eben auch dann zurück in die eigene Strömung rein, diesen Konsens zu vermitteln. Das fehlt einfach komplett. Und ich glaube, wenn jetzt die anderen Parteien so ein elektronisches Abstimmungssystem einführen, werden sie sehr schnell genau dieses Problem feststellen, weil die haben ja etablierte Gremien, die bisher eben politische Arbeit machen. Und wenn das dann vollkommen freigegeben wird, werden sie sehr schnell auch auf ähnliche Probleme stoßen wie die Piraten auch, nämlich dass dann halt Wildwuchs in der politischen Diskussion stattfindet. Okay. Also erstmal würde ich ganz gerne den Unterschied formuliert haben zwischen einer Verhandlungsdelegation, einem Verhandlungsmandat und der Legitimation des Verhandlungsergebnisses. Denn
Was Julia sagt, ist völlig richtig. Innerhalb einer Verhandlung kann ich mit einem imperativen Mandat nicht arbeiten. Da kann ich natürlich die Forderung präsentieren, aber wenn das wirklich eine Verhandlung sein soll, dann brauche ich auch Spielraum, mit dem, den ich dann als Verhandlungsmasse einbringen kann, wo im Zweifelsfalle innerhalb einer Verhandlung auch Lösungen formuliert werden können, die bei Formulierung des Mandats noch nicht absehbar waren, weil einfach keiner drauf gekommen ist. Das ist klar, da braucht es eine entsprechende Freiheit, aber die Legitimation eines Verhandlungsergebnisses, die kann ja sehr wohl basisdemokratisch passieren. Das ist dann verknüpft sich das so ein bisschen mit dem, was Ninebury sagte. So sehr es das Vertrauen braucht in meine Verhandlungsmandatare, so sehr ist es aber auch notwendig, dass ich eben innerhalb einer basisdemokratisch organisierten Struktur dann auch die entsprechende Möglichkeit habe zu entscheiden, ja, will ich, nein, will ich nicht, dann bin ich halt nicht mehr in der Lage, weil ich ja nicht Teil der Verhandlungsdelegation war, noch eigene Vorschläge einzubringen, aber das ist halt auch was, womit ich dann vorher eine andere Person beauftragt delegiert habe, also ja. Aber auch Verhandlungsspielräume lassen sich ja meist im Vorfeld schon definieren. Also du kannst ja, und das, also ich kenne es aus antifaschistischen Gruppen, dass wenn man in Bündnisverhandlungen geht, die Leute, die in die Bündnisverhandlungen geschickt werden, natürlich verhandeln können, was sie wollen, aber von der Gruppe mitbekommen, wo sozusagen die Grenze ist, über die man nicht drunter geht. Also dass im Vorfeld sozusagen nicht nur die große Hauptforderung formuliert wird, irgendwie wir wollen alle auf Einhörnern über Regenbogen reiten, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil der politischen Arbeit, aber sozusagen ein Teil des politischen Realismus ist dann zu sagen, wir gehen jetzt da in diese Verhandlung rein und wenn wir da nicht mindestens mit einem dreibeinigen Esel rauskommen, dann brechen wir diese Verhandlungen halt auch ab. Und insofern kannst du den geforderten Spielraum, den du ja auch wirklich brauchst in Verhandlungen, sonst machen ja Verhandlungen keinen Sinn. Also wenn ich irgendwie zu einem Bündnistreffen gehe und sage, hallo, ich bin hier, ich kotze euch jetzt die Position meiner Gruppe vor die Füße und ihr könnt die nehmen oder nicht, dann war das höchstwahrscheinlich das letzte Bündnistreffen, zu dem ich eingeladen wurde. Aber ich kann natürlich im Vorfeld in der Gruppe klar machen, hier irgendwie, wir wollen mindestens einen dreibeinigen Esel, aber wir gehen da jetzt erstmal rein und fordern irgendwie zwei Einhörner. Was da allerdings auch extrem wichtig ist, ist, dass man das intransparent, also nicht öffentlich macht, weil wenn mein Verhandlungspartner weiß, dass ich bereit bin, mich für einen dreibeinigen Esel kaufen zu lassen, wird er mir niemals zwei Pferde geben. Ja. Stimmt, jetzt kommen wir zu dem Punkt irgendwie, wo macht es, wie verhindern wir das Phänomen, dass irgendwie ein Geheimnis nur so lange geheim ist, solange es nur drei Menschen wissen und zwei davon tot sind. Copyright. Das wäre endlich mal eine sinnvolle Anwendung für Copyrights. Nein. Wolltest du noch? Nee, ich bin jetzt auch gerade. Ich hatte sie eigentlich auch schon. Die Konsequenz wäre letztendlich zu sagen, ja, du kannst nicht in jeder Gruppe mitmachen, sondern nur da, wo du qualifiziert bist. Möglicherweise. Also man kann, oder ein Mensch hat nur eine bestimmte Anzahl von möglicherweise Themengebieten, wo er fachlich mit argumentieren kann. Möglicherweise muss man halt auch sagen, man begrenzt halt die Anzahl der Mitglieder in einer Arbeitsgruppe zumindest für eine gewisse Zeit ein, wo man ein Ergebnis rausbekommt. Und man hat dann meinetwegen auch verschiedene Arbeitsgruppen, die verschiedene Ergebnisse präsentieren, aber dann braucht es halt einen Punkt, wo das diskutiert wird. Und wenn man jetzt sagen, wir möchten jetzt nicht
unsere, sag ich mal, die eierlegende Wollmilchsau, die wir irgendwie haben, und dafür sind wir bereit, das und das zu opfern, halt rausgeben, dann müssen wir halt auch sagen, nicht jeder kann sofort in dieser Arbeitsgruppe, in diesen Entscheidungen, Maßnahmen mitarbeiten, sondern muss zumindest mal ein geschützter Raum da sein, wo das Ganze vorbereitet wird. Also man könnte jetzt natürlich irgendwie sagen, wir können uns, man sollte sich auf sozusagen externes Expertentum irgendwie verlassen, also dass zum Beispiel irgendwie in einer AG Recht nur studierte Juristen mitmachen können. aber auch da hat die Erfahrung gezeigt, dass irgendwie selbst wenn man so einen Filter aufbaut, dass man sozusagen einen externen Schein braucht, um irgendwie nachzuweisen, dass man ein Experte ist, man schnell feststellt, dass es halt auch irgendwie studierte Juristen sind, die nicht in der Lage sind, irgendwie an einem sinnvollen politischen Prozess teilzunehmen. Weshalb ich sozusagen die Zugangsbegrenzung da eher andersrum bauen würde, irgendwie in die Richtung von du darfst gerne mal reinschauen und ganz gerne probieren, dich einzubringen, aber wenn die Gruppe entscheidet, dass du gerade nicht hilfreich bist, bist du auch wieder raus. Also das wäre meines Erachtens nach die progressivere Art, mit so etwas umzugehen. Also hier nicht das, wie es irgendwie klassisch gemacht wird. Du musst erstmal irgendwie über Jahre hinweg beweisen, dass du irgendwie dich mit Stadtentwicklung beschäftigen darfst, kannst und dann darfst du vielleicht in der AG Stadtentwicklung mitmachen, sondern jeder darf in die AG Stadtentwicklung reinschauen und darf da probieren, sich einzubringen. Aber wenn er dann da irgendwie nicht hilfreich ist und nicht zu irgendwie Ergebnissen beiträgt, sondern die ganze Zeit stört, dann sollte man ihn auch rausschmeißen. Was übrigens auch ein Punkt ist, der meines Erachtens nach am Scheitern der Piratenpartei mit Schuld ist, dass wir es einfach nicht geschafft haben, Leute rauszuschmeißen, die irgendwie nicht zum Gelingen der Partei beigetragen haben und auch keinen Willen gezeigt haben, zum Gelingen der Partei beizutragen, sondern es hieß immer Mitmachpartei und es wurde verstanden als jeder darf überall mitmachen. Jeder muss überall mitmachen dürfen und es wurde nicht ja dann irgendwie so, ja, okay, der ist zwar ein Holocaust-Leugner, aber ansonsten doch ein ganz netter Kerl. So, nein. Der macht so viel. Der spendet Großplakate, genau. Und der administriert unseren Mail-Server. Wir können doch nicht unseren Mail-Server-Admin rauswerfen. Doch, können wir, müssen wir sogar eigentlich in einer politischen Organisation. Über die Vertrauenswürdigkeit von Administratoren, die ihre eigenen Systeme runterfahren, fange ich jetzt nicht an zu schimpfen, da bekomme ich Blutdruck. Also, ich, einen Admin, der mir meinen Mail-Server runterfährt, ich suche mir ganz schnell einen neuen Mail-Server-Admin, es tut mir herzlich leid. Und das, wenn er es nur androht. Ja, wir sind ein bisschen vom Thema ab, aber es ist, die Frage ist ja irgendwie so, wir haben, ich finde das gerade ganz spannend, weil ich habe hier irgendwie ein gelungenes Modell einer gelungenen politischen Organisation, die es 20 Jahre geschafft hat, obwohl sie verboten ist, aktiv zu sein und sinnvolle Dinge zu machen und produktiv zu werden und den besten Kaffee der Welt zu machen. Also, dass es mit dem besten Kaffee der Welt ist, jetzt natürlich nur meine Privatmeinung, aber und die trotz extremem Druck von außen weiter wächst und gedeiht und irgendwie tolle Dinge macht und es geschafft hat, sich aus dem Dschungel Südmexikos in internationale Prozesse einzuklinken und da produktiv beizutragen.
versus irgendwie eine Organisation, die es noch nicht mal geschafft hat, 6 Jahre lang irgendwie sinnvoll zu existieren, beziehungsweise einen Raum zu bilden, irgendwie, in dem kluge Leute sinnvolle Dinge machen wollen. Also, weil der Punkt ist halt jetzt echt so, dass ich sag mal, in dieser anderen Organisation, die wir alle kennen, ein Zustand entstanden ist, dass keiner einfach mehr Bock hat, irgendwas zu machen, weil wer was macht, hat es garantiert falsch gemacht. Und die Kritik kommt dann meistens noch nicht mal von Leuten, die einen sinnvollen Gegenvorschlag haben, sondern die Kritik kommt dann halt von Leuten, die ja kritisieren können und sonst nichts.